MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zu unserem neuen Let's Play Far Cry Primal. Allein die Melodie zeigt schon, dass wir nicht mehr in Neuzeit sind. Hier läuft keine Techno oder so. Wir sind in der Steinzeit. Und ich würde sagen, wir starten einfach ins Spiel. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, wir spielen auf den maximalen Einstellungen auf Full HD. 1920x1080. Los geht's. Reisende Wenya hängen Vorratssäcke hoch oben in den Bäumen. Sie nach oben, um Nahrung und Handwerksrohstoffe zu finden. Okay, machen wir. Ich bin total gespannt auf das Spiel. 2016. Oh. In welcher Zeit spielt das? Okay, vor Christi. Klar, wann sind auch die Zeit, Steins? 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Oh, das Feuer wird entdeckt. Achtung! Trommelwirbel. Sehr gut, er hat's geschafft. War aber nicht die Entdeckung anscheinend. Boah, der filzige Haare. Achso, ist gar kein... Wenn ja, unser Blut, unser Volk. Okay. Hört sich sehr mystisch an, das Ganze. Fleischfressende Krieger, okay. Andere Stämme, also. Ich bin echt gespannt. Ubisoft präsentiert eine Ubisoft Montreal Produktion. Wow, das ist ein Mammut. Ich will ein Mammut haben. Kriege ich ein Mammut? Bitte, 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 bitte. Oder wollen wir es töten? Guckt euch die Grafik mal an, Leute. Unfassbar, oder? Ich glaube, wir haben Hunger. Würde ich mal schätzen. Okay, wir heißen also Taka. Wahnsinn, ich fühle mich hier mittendrin. Am
Nama Freudamas. Chadubi Dashimas. Tu Hadamas. Okay, klingt logisch. Kleines Mammut finden, um es von der Herde zu trennen. Und um es dann zu essen. Klingt logisch, bis jetzt. Wow, wow, wow. Widerstandsfähig, der Kleine. Nicht schlecht. In den Popo. Erstmal ein Piercing verpasst. So. Wow. Alle Achtung. Alle Achtung. Ich weiß nicht wieso, es sieht irgendwie nicht tot aus. Was das? Wow. Wieder ein Piercing. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Oh. Als ob wir das überlebt hätten. Ja, wir waren, glaube ich, früher widerstandsfähiger als heute. Oh. Scheiße, ich glaube, wir sind der letzte Überlebende unserer Truppe. Sehe ich das richtig? Na, er lebt noch. Unfassbar. Okay, nicht mehr lange. Okay. Er ist ja schon traurig, ne? Alle Achtung. Geist sei frei. Schickes Armband haben wir bekommen. So, den haben wir flott beerdigt. Oh, Scheiße. Ich brauche eine Waffe, ja, das stimmt schon. Wahnsinn. Sammel Rohstoffe. Was? Alderholz, Schilf und Schiefer. Okay. Noch ein bisschen Schiefer. Ein wenig Schilf. Ah, da hinten ist noch ein bisschen Schilf. Wir haben einen Jägerblick. Okay, sehr gut. Ich nehme natürlich nicht nur jetzt den Schilf mit, den wir brauchen,
Ich schätze mal nämlich, dass wir noch deutlich mehr brauchen werden als das, was uns angezeigt wird. Von daher denke ich mal, so, wir sollen einen Bogen herstellen. Das geht hier. Ah, okay. Herstellung. Super. Sieht funktionell aus, würde ich sagen. Ja, doch, hat was. Sieht stabil und funktionell aus. So, muss ich denn auch Pfeile herstellen oder gehen die automatisch? Die Jagd. Okay, 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 okay. Ich höre schon etwas. Vielleicht sehen wir auch etwas, was wir jagen und essen können. Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Ich höre zwar was, aber ich sehe... Ich höre auf jeden Fall was. Da. Habe ich richtig gesehen. So, wir nehmen noch ein bisschen... Material mit. Gut, da waren wir selber dran schuld gerade. Hätten das Ganze auch ein bisschen vorsichtiger angehen können. Sind die natürlich erstmal wieder 200 Kilometer weit weg. Hab ich richtig gesehen? Verdammte Kacke, hört auf wegzulaufen. Halt, stopp, ich befehle es euch. Stopp jetzt. So eine Scheiße. Okay, da kann ich nicht hoch. Ich dachte, da könnte man locker flockig hochspringen. Sehr gut. Ach, welch ein Zufall. Welch ein Zufall. Sehr schön. So, ein bisschen kauen und schon sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Ah, da oben ist ja noch ein Tierchen. Am besten wir treffen die Tiere direkt in den Kopf. Weil dann war es das. Nicht getroffen. Aus Hartholz werden Pfeile gemacht, okay. Ein bisschen Schiefer nehmen, so. Noch ein bisschen Schiefer, so. Wir kriegen unser Essen noch zusammen, Leute. Ich bin da zuversichtlich. So, nochmal ganz kurz gucken. Aus Hartholz, doch.
Das gibt's nicht. Haben wir's? Habe ich's getroffen? Unfassbar, ich hab's getroffen. Wo ist es? Hier liegt es. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir die noch gefangen bekommen. Aber hey, für alles gibt's ein erstes Mal. Und das war unsere erste Ziege. Unsere zweite, Entschuldigung. Wahnsinn, wie riesig dieses Gebiet ist, oder? Ziege, 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 Ziege. Wo ist die Ziege denn? Bumm. Endlich. So, wir haben unser Essen erstmal voll. Also unsere Aufgabe zumindest erfüllt, sage ich mal so. Nacht kommt, muss Schutz suchen. Ich glaube, Mr. Tiger hat uns gehört. Denke ich mal. Okay, hier oben ist es sicher. Zumindest sieht es dann aus. So, dann machen wir einmal das Lagerfeuer an. Auf gut Glück. Sehr gut. Ist ja schon fast perfekt. Ist nicht nur Schutz, sondern auch Wärme, ne? Das muss man mal bedenken. Pfeil. Gemacht von Vinja. Das ist Winjas. Können wir auch in der Nacht durchgehen? Okay, wir machen jetzt eine Keule. Sieht nicht schlecht aus. Na, sieht nicht schlecht aus. Sehr gut. Sehr gut. Ah, okay. Purshasda. Vastru Dagwa. Es dauert jetzt ein bisschen. Überall geht's runter, das ist echt cool gemacht. Wo sind die Kollegen hin?
Haben sie etwa einen Säbelzahntiger legt? Nein, ein Wolf. Ja, das hat er gerochen. Ja, ein bisschen Feuer machen. Legt euch nicht mit Sohan an, ja? Okay. Zurück. Genau. Und dann auf unsere wunderschöne Fackel wechseln. So, ich hoffe, dass sich die Spur der Venya nicht irgendwo sich hin verflüchtigt. Ich bin aber begeistert, wie gut es auf PC läuft. Coole Sache. Na, der Stab fackelt schon ordentlich. Okay, die Kollegen sind anscheinend noch in der Nähe. Und runter. Irgendjemand blutet. Da oben war er. Okay, jetzt kommt eine Jump'n'Run-Einlage oder was? Ein sogenannter Dschungel One oder was? Kollege, bleib hier, wo bist du? Ich will dir doch nur helfen, Mann. Oh, ist das dunkel hier. Ist ja gar nicht vorteilhaft für uns. Sehr gut. Kollege, wir kommen.